Dreams are my reality. The only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Mein Kopf, wir gehen mal zu dir. Ich glaube, sie hat keine Kunden gerade. Sieht so aus. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Haben Sie mal Zeit für uns? Selbstverständlich. Das herzlich willkommen bei MyCredit. Dankeschön. Was kann ich für Sie tun? Wir wollten nach einem Kredit fragen. Ja. Und zwar wollen wir heiraten und wir bräuchten halt Geld für die Hochzeitsfeier und auch für die Flitterwochen hinterher. Und wir haben jetzt nicht so viel Erspartes und dachten so an 10.000 Euro, die wir beim Kredit finanzieren wollten, dann halt für die beiden Anlässe. Soll ja auch schön werden. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist auch ein einmaliger Anlass, hoffen wir zumindest. Ja, hoffen wir auch. Ne? Das ist ja sehr schön. Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie hoch die monatliche Rate ja, sein darf? Ja, wir haben vorgesprochen, dass wir so über 5 Jahre dann abzahlen wollen. Also ja. 60 Monate. Ja, da müsste irgendwas so 180 Euro rauskommen, was wir schon mal so gesehen haben. Ja. Genau. Haben Sie schon was? Ja, also wenn ich das jetzt mal kurz so... Querrechne sind wir bei ungefähr 184 Euro im Monat, das wird dann ja passen. Ja, das ist doch gut. Das schaffen wir. Wir verdienen ja beide, das wird kein Problem sein. Das ist ja schön. Super. Ja, das klingt ja ganz gut. Mhm. Ja, wenn Sie möchten, können wir gerne heute den Antrag fertig machen. Wenn Sie einen Personalausweis dabei haben, Gehaltsabrechnung der letzten 3 Monate. Das ist kein Problem, Personalausweis habe ich im Moment. Das ist der. Und die Gehaltsabrechnung habe ich auch irgendwo in den Tiefen dieser Tasche verborgen. Ja, die sind hier. Kann ich Ihnen auch zeigen geben. Ja, vom Verdienst kommt das auf jeden Fall ganz gut hin mit der Monatlichkeit. Das ist ganz einfach. Ich weiß gar nicht, warum die anderen so Theater gemacht haben letzte Mal. Aha. Sie waren schon wir haben schon mal ein Angebot geholt, aber die wollten dann auch eigentlich nur Gehaltsabrechnungen haben. Aber die haben dann gefragt wegen Arbeitsvertrag. Und weil mein Arbeitsvertrag befristet ist, sind die dann halt relativ schnell zurückgerudert. Aber ist bei Ihnen jetzt wahrscheinlich kein Problem, oder? Das müssen wir jetzt erstmal schauen. Also jetzt kommt es natürlich auf die Laufzeit Ihres befristeten Arbeitsvertrags an. Ja, weil wenn ich so sehe, wir haben jetzt einen Kreditrahmen von 10.000 bei einer Laufzeit von 60 Monaten. Ja, das sind immer kurz. Also ich habe jetzt noch 5 Monate. Ich kriege immer so Halbjahresverträge, weil ich halt auf einer Vertretungsstelle sitze. Und derjenige, der wohl langzeitkrank ist und man keiner so genau weiß, wann er wiederkommt. Und deswegen vergibt das Klinikum da immer nur Halbjahresverträge. Du bist ja schon 6 Jahre da. Also ich bin 6 Jahre da. Ich würde es auch nicht erwarten, dass der jetzt nächsten Monat wieder auf der Matte steht, aber gut, das ist halt erstmal so. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen unsicher und dann wird natürlich auch klar, warum Sie bei den anderen Instituten schon eher negative Erlebnisse hatten. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Ich sage jetzt mal, Sie haben ja gerade gesagt, Doppelverdiener, also Sie sind auch berufstätig. Ja. Und von daher hoffe ich, dass Sie gut, da... Meine Verlobte ist auch unbefristet eingestellt. Ja, unbefristet da, ja. Das ist ja prima. Dann haben Sie vielleicht sogar Ihren Arbeitsvertrag dabei. Arbeitsvertrag habe ich nicht. Ich habe eine Vereinbarung unterschrieben. Oh. Meine Verlobte ist über die DRK-Schwesternschaft bei uns am Klinikum tätig. Ja. Und wir haben auch keine klassischen Arbeitsverträge. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich, die Kombination. Sie mit befristetem Arbeitsvertrag, der die Laufzeit nicht abdeckt. Sie kommen über eine Mitgliedschaft ohne Vertrag, also... Da tut es mir leid. Also müssen wir Ihren Kreditantrag leider abgeben. Das gleiche Problem für am letzten Mal. Ja, anscheinend. Ja. Aber ich hätte auch Gehaltsaktionen gehabt. Aber Weil wir verdienen ja beide gutes Geld. Ja. Also, das reicht dann, oder? Man sieht nicht so richtig, wie lange das noch so weiter funktionieren kann. Ja, schade. Gut, da müssen wir, also, dann müssen wir wahrscheinlich ein paar Abstriche machen. Dann müssen wir keine Flitterwochen. Keine Flitterwochen, vielleicht eine kleinere Feier oder einfach mal schön essen gehen oder so. Ohne groß die Leute einzuladen. Das ist zwar nicht schön, aber ich habe ein Handwerk an der Hand. Ja, es tut mir sehr leid. Ich wünsche Ihnen dennoch alles Gute. Dankeschön. Ja, vielen Dank trotzdem. Tschüss. Kann ich die Sachen wieder mitnehmen? Ja, selbstverständlich. So, lass uns mal die Pforte anschmeißen. Oh. Oh, schau mal, wer die Hand oben hat. Oh. Ihr müsst aber los. Wir nehmen das erste Stück.